Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge von Battlefield. Die Hunde ist schon ein kleines bisschen im Kampf drin. Leider, aber... Oh, da nimmt man Schaden. Leider hat es bei mir nicht schneller geladen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir was schaffen. Die Map weiß ich nicht, ob ich die kenne. Wie gesagt, ich kenne hier vieles nicht mehr. Ich habe lange nicht mehr gespielt, wie im letzten Part schon gesagt. Und ich weiß aber, dass wir hier, glaube ich, früher schon kommen. Oh, Scheiße, was ist denn hier passiert? Naja, gut, kein Kill gemacht. Sehr, sehr schade. Aber, Leute, wichtig ist, dass ihr wieder dabei seid und mit mir gemeinsam Spaß haben werdet bis zum Unfallen. Ja, wir sind heute in Russland, deswegen sind wir auch die Sowjetunion. Gerne. Also diesmal sehe ich auch Sowjetunion, roter Stern, ziehe ich ein, oder USCDR. Da wollte ich eigentlich Granate werfen, hat leider doch nicht geklappt, weil ich F statt G gedrückt habe. Ich glaube, da ist ein ganz kleiner Fehler unterlaufen. Aber wir haben ja, als Sturm, wir haben ja Panzerabwehrgranaten, deswegen Rauch. Müsst nur die richtige Taste drücken. Dann würden wir auch nichts hinbekommen. Ich glaube mal, die Runde ist nicht ganz so gut. Wir gehen mal lieber hier hinten rein, wo alle unsere Leute irgendwie sind und lieber verlieren lassen, untergehen lassen, sagen, okay, uns ist A auch hier oben. Nee, Sniper-Position wollte ich nicht haben. Wir haben ja alle irgendwie Scharfschützen. Bin ja fast der einzige Sturm oder was? Da hinten ist noch einer. Scheiße, Flammen. Man sieht uns nicht richtig, schade. Weil sonst würde ich euch zeigen, wie ich das letzte Mal gemeint habe mit dem Flammen. Das ist richtig nice, wenn die Leute so verbrennen. Ja, wie gesagt, das hört sich alles schlimm an, ist aber nicht so gemeint. Aber, jo, okay. Wir müssen runter, da ist nämlich schon einer, da ist nämlich einer. Fuck! Nämlich, komm, wir wollten letzte Runde mal den Dings hier ausprobieren. Und jetzt sind wir mal ein Speer. Mit einem MK3. Ich kenne MK2, sagt mir was, aber MK3 sagt mir überhaupt nichts. Oh ne, das wollte ich eigentlich nicht. Oh, das ist ein Panzer. Oh, das ist ein Panzer. Nee. Wir haben hier auch noch so eine Bajonettwaffe. Ah. Ich glaube, als Speer bin ich nicht sehr schlecht. Nee, es ist so ein... Nee, es ist... Ja. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ja. Ihr kennt euch ja ein kleines bisschen besser aus in Militärwaffen und sonstigen Gedöns. Oh, fuck. Ich glaube, ich bringe mir am liebsten selber um. Dankeschön. Weil Scharfschütze ist nichts für mich. Meisterschütze. Wer die Battlefield 4 Folgen auch kennt, die Leute wissen, wie scheiße ich sowieso in allgemein so welchen Sturm-Dinger bin, genau. In so welchen Games bin. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Oh, was machen wir jetzt im Panzer? Ich wollte doch gar nicht in den Panzer rein. Ah, okay, ich habe keine Bomben. Ich hoffe, wir halten ein bisschen was aus als Panzerchen und kommen nicht gleich in den Panzerabwehr oder sowas rein.
Da war ein Panzer. Da war ein Panzer, Panzer gegen Panzer, jetzt geht's los oder was? Fucking holy shit. Was ist denn das überhaupt für ein Ausguck hier? Das sieht ja richtig komisch aus. Ist mir kühle. Deutsche Brate! Oh, da waren Schüsse. Waren die auf uns oder? Oh, oh. Ich sehe nichts. Ja, wenn ich aber jetzt F3 wechsle, kann ich nicht mehr zurück. Das ist scheiße. Ja, erinnert sich auf Dritter, das ist gut. Wir haben Einsatzziel erobert. Nur getroffen? War so ein Streifschuss mit einem... Töte den Wichser einfach. Scheiße, meine Seite ist ja kaputt. Wir verlieren Einsatz. Ich wäre so oder so gestorben. Da hat jetzt hier nichts mehr gebracht. Oh, wir gehen jetzt wieder als Kavalier rein. Kavallerie, so. Nicht Kavalier, sondern Kavallerie. Und wir können das Pferd... Oh, wir können das Farbe ändern. Das Pferd ändern. Wie geil ist das denn bitte? So abrupt sollte eigentlich nicht bremsen. Ja, und wieder zurück, ab in die Masse rein, in die fucking Masse, scheiße. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, ich glaube mal, ich weiß, wo welche das ist, welche WhatsApp-Gruppe das war bestimmt. Jetzt nicht, weil ich mitten im Krieg bin. Ich bin im fucking Krieg, Jungs. Ist mir scheißegal, wer gerade schreibt. Ah, Mist. Jetzt kann ich mal kurz gucken, aber ich glaube mal nicht. Ja, genau. Das war genau die eine Person, die ich gedacht habe. Aber ich kann gerade nicht, bin mitten in einer sehr, sehr langen Aufnahme. Und ich möchte aber auch niemandem erzählen, ich nehme Battlefield auf, weil entweder kommen dann alle an, ich möchte mit aufnehmen und dann geht's ab. Also dann könnt ihr von oben nach unten nichts mehr mitkriegen. Da finde ich lieber alleine fast teilweise besser. Oder eben jemand, der auch das relativ gut spielt und nicht nur einfach rusht, weil ich rushe zwar auch viel. Ja, okay. Die Sache ist bloß, ich habe mich ein kleines bisschen verbessert und möchte mich auch weiterhin bessern. Na, das bedeutet, ich möchte nicht mehr ganz so viel rushen oder so. Ich möchte auch ein bisschen taktisch, soweit es geht, taktisch vorgehen. Jetzt zum Beispiel auch wieder vorgehen. Ah, Mist. Und eben solange es funktioniert, probieren. Genau. Oh, mein Jahresendvideo muss ich auch noch machen. Fällt mir gerade zu nebenbei ein. Da habe ich noch ein paar kleine Sachen vor, die ich nicht ganz alleine hinbekomme oder mache oder wie ihr es nennen wollt. Scheiße, ich weiß nicht, wen ich als Hilfestellung nehme und hier geht gerade so richtig der Krieg ab. Was habe ich auch noch mal einen Tag Krieg gerissen, genau. In Tod gerissen. Scheißdreck! 3000 Punkte, 6,9. Scheibenkleister. Also im echten Krieg
Ist so die Sache. Wie würde es da ausgehen? Ich würde gerne mal einen Panzer bekommen. Wir drücken uns einfach den Panzer bei. Einfach reinballern, soweit es geht. Einfach hoffen, dass man irgendjemand trifft. Nee, es war einer von uns. Da war irgendwo ein Grenade in die Luft gegangen. Ich würde freuen, wenn er mal kurz reinfahren würde. Fahr fucking Junge. Alter, nee. Wir sind hier im Krieg und nicht in einer scheiß Zuckerfabrik. Oh, das kotzt mich an. Ich glaube, jetzt geht man so wieder ins lesbische Battlefield A durch. Wo man damals so mitternachts durchgezockt hat. Erstmal eine Wohnung, erstmal bis 4 Uhr früh. Ach nee, die Sonne ist raufgegangen. Also ich glaube, bis 6-7 hat man jetzt Zock gehabt. Also 8, 9, vielleicht 10 Stunden Battlefield, Battlefield 4, das war scheiße krank. Und wir waren einfach nur krank im Gehirn. Da könnt ihr nichts anderes sagen, wir waren einfach nur scheiß krank im Gehirn. Wenn man, wir haben fucking 10 Stunden oder so gezockt gehabt. Das ist einfach uns, das ist okay. Ich kann dir gerade keinen großartigen Schutz geben. Das gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich hier keinen Schutz geben kann. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Na, ich würde mal sagen ab zu C, oder? Das wäre dann der einzige Punkt, den wir sie noch erobert haben. Und direkt spawnen können. Codex, Panzerbesatzung freigeschalten. Bestimmt, weil ich die Zeit habe. Ich will eigentlich nicht raussteigen. Ich will einfach nicht raussteigen. Aber ich habe gerade so einen scheiß Angst, dass das Ding explodiert. Und ich kann nichts machen. Ich kann... Jetzt kann ich wieder schießen. Ein paar Schüsse her. Oh ja. Ich freue mich schon so was von auf den ersten Advent. Ich weiß nicht, wenn das Video hier rauskommt, das sage ich, habe ich auch im letzten Video gesagt. Wahrscheinlich. Da ist ein scheiß Panzer. Da ist ein scheiß Panzer. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Scheiße, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Junge, fahr hin, fahr hin, fahr hin. Hättest du dich fucking nochmal drehen können? Da waren ein paar Leute, die hätte ich abschießen können. Ich habe Angst, ich will zurück zu meiner Mama. Da bin ich mal getroffen, aber der ist trotzdem tot. Egal wie. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Ah, schade. Mit einer Panzerbüchse. Wo ist Bo? Ach du Scheiße, wir verlieren irgendwie hier wieder alles mal. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Wachsoldat. Ah schade, der ist nicht verbrannt. Wie gesagt, ich finde das richtig, richtig geil, wenn die verbrennen. Scheiße, zurück, 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 zurück. Ich verdichte ihn aber nicht mehr. Ah, ich wollte Waffe wechseln, hat leider nicht mal geklappt. Da hat er ein bisschen zu lange gebraucht.
Wir sind 7:12, okay. Ihr habt wieder gehört, mein Handy hat vibriert, aber das ist mir teilweise fucking egal. Ich wäre so geil froh, so geil, ich wäre so geil, Mann. Ich wäre so froh, wenn ich einen Panzer hätte. Weil Panzer bin ich ja noch nicht gefahren, nicht letztes Mal und nicht dieses Mal. Wir sollten am besten C angreifen. Die Sache ist nur, ich glaube mal, wenn wir zu C gehen, gehen alle vor. Das sind so meine Bedenken. Ja, ja, da ist ein bisschen viel los, da ist ein bisschen viel los, da ist ein bisschen viel los. Das sieht aus wie ein Terrorist, das sieht aus wie ein fucking Terrorist, scheiße. Mit seiner Sturmhaube. Oh, da ist... Ja, ich bin tot und da ist ein Panzer. Ihr könnt mich mal. Aber ich habe... Muni. Ich weiß mal nie, welche was ist. Ich würde mal sagen, die eine ist Streumunition, die andere ist Panzer. Ich bleibe zuerst auf der Panzer. Und man weiß nicht, was passiert. Wenn du dich drehst, kann ich schießen. Da ist noch nichts. Ich kann noch... Bringt nichts. Bringt noch nichts zu schießen. Ich sehe nichts. Meine fucking Schussbahn ist leider nichts, Herr Kommandant. Vielen Dank, dass Sie weiterfahren. So, jetzt muss ich aufpassen. Der erste tot. Ah, Beifahrer. Fällt mir nicht. Du kannst noch überfahren, Junge. Oh, jetzt kommen ein paar Punkte reingeflogen. Naja, aber nicht die perfekten, nicht die, die man sich unbedingt wünscht. So, Streumuni, direkt in dein Gesicht, du Hörslern. Oh, da, ich komme aber nicht hin, ich kann nicht schießen. Wir kontrollieren alle. Oh, oh, oh. Oh, oh, ich bin außer Gefecht. Ich bin außer Gefecht, ich bin außer fucking Gefecht. Schade, daneben. Daneben. Beifahrerhilfe. Und ich kann nicht... Ich glaube mal nicht, dass ich reparieren kann. Ja, da ist eine tot. Das ist ein paar... Ah, schade. Naja, war eigentlich gar nicht mal ganz so schlecht. 14 ist relativ okay, würde ich sagen. Das ein... Mir würde wirklich noch ein Panzer fehlen, dass wir jetzt einfach mit einem fucking Panzer mal fahren können. Aber ich glaube, das Spiel möchte einfach nicht, dass wir mit einem Panzer unterwegs sind. Mich würde mal interessieren, was es eigentlich alles für Panzer nochmal gibt. Also es gibt ja bestimmt ja auch verschiedene Panzer, die man auswählen kann. Und die sehen wir leider dieses Mal nicht. Und ich merke, die Runde wird viel kürzer gehen als die andere. Habe ich überhaupt nicht dagegen. Aber ich würde mal sagen, zwei Folgen reichen. Also auch erstmal Uncut. Ich brauche die nicht schneiden. Also nicht so richtig. Das Einzige, es wird das Intro reingeschnitten. Und das war's. Komm in das Kampfgebiet zurück. Naja, gut, okay. Nicht ganz so, aber... Ich bin Bansam! Panzer! Ich könnte natürlich jetzt orfig sein und die ganze Zeit warten, bis ein Panzer kommt. Aber so ein Kunde bin ich natürlich auch nicht. Ich wollte mal das andere Pferd auswählen. Hm, na gut, dann nehme ich nicht. So, ich muss dran auch denken, 4 ist heilen. Aber ob
wir das jetzt mal benutzen richtig, weiß ich nicht. So. Aber wie gesagt, es macht mir wieder viel Spaß, Battlefield zu spielen. Und ich hätte auch nichts dagegen, weiter aufzunehmen. Ah, okay, nur Hilfe, schade. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann bringe ich auch mehr. Weil es mir wieder relativ viel Spaß macht. Ich habe das eine Zeit lang, wie gesagt, nicht mehr gespielt gehabt. Oh, hier sind alle. Weil, aus einem folgenden Grund, ich kam A, nicht mal in Origin rein, B, hat es keinen Spaß mehr gemacht, C, hatte ich keine Leute, die mit mir gespielt haben. Sie haben wie so ein kleines Kind, es wäre keiner mit mir spielen, aber... Jungs, wir sind hier im fucking Krieg. Und das gefällt mir. Krieg ist natürlich nicht... Krieg ist nichts Geiles. Aber Battlefield 1 gefällt mir gerade. Ich weiß nicht, Battlefield 4, ob da überhaupt noch Leute gibt, die das spielen relativ. So, wir müssen jetzt aufpassen. Irgendwo ist hier ein fucking Panzer. Den müssen wir versuchen zu erwischen. Ich weiß noch nicht, ob man mit der Streumini auch einen Schaden machen. Die Streumini habe ich erstmal reingeschossen und habe gemerkt, okay, ich treffe nicht. So, und mit guten Gelingen wäre hier irgendwo ein Panzer. Pferd getötet, 100 Punkte plus. Hey, bin Pferdemörder. Oh, da ist der Panzer, da ist der Panzer, da ist der Panzer. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, Dynamit. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Die haben ja ein Schiff. Warum ist da ein Schiff? Ich wollte hier Falbe. Mal gucken, was das eigentlich für ein Pferd ist. Wow. Ich weiß nicht, es gefällt mir besser, obwohl kein großer Unterschied ist. Aber geil wäre wirklich auch nur so ein richtiger Stellungskrieg-Kampf-Gedöns. Naja gut, ich glaube, ich gehe mal ohne Pferd oder sonst irgendwas rein. Außer wir hätten Panzer, aber Panzer gibt es ja nicht. Wie immer. Aber wir haben die Runde sowieso schon locker gewonnen. Leute, das war ein kurzer, geiler Krieg. Von den Punkten her auch relativ okay. Wir sind 4 Kills und Dings Unterschied. Das geht relativ gut. Dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Pod gefallen hat, gebt noch einen Rum, wenn ich einen unten schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr mal so was. Ciao, ciao. Eigentlich wollten wir uns jetzt noch angucken, was wir machen, aber ich werde mal für das hier. Weil das andere wird eh nicht gewinnen. Und mache jetzt keine Runde mehr, aber wir wollen noch hier uns die Statistik mit angucken. Das ist das beste Team Emil gewesen. Dann haben wir persönlich, weiß ich nicht, ob ich irgendwann mal in dieser Runde erhalten eine gesperrte XP. Gesperrt? Highlights. Aha. Truppauslöscher. Ein. Retterkill. Retterkill und aha. Top. Die Wette gilt. Punktzahl. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mann das Wort. Ciao, ciao.